Ahoi, schön, dass du da bist. Das heutige Video ist etwas anders als die anderen, denn ich habe die Kameraperspektive nochmal geändert. Allerdings hat sich herausgestellt, naja, ich dachte, ich bin schlau, war ich aber nicht. Denn normalerweise ist meine Kamera in meiner Malecke an meiner Fensterbank befestigt, mit der Halterung. Und das hängt mir manchmal auch sehr dicht vom Gesicht rum, deswegen dachte ich, es ist eine gute Idee, sie auf die rechte Seite rüber zu tun und an meinen Malwagen zu befestigen. Es hatte allerdings das Ergebnis, dass die Kamera sehr, sehr hoch hängt und dementsprechend ständig mein Kopf vor der Kamera ist, also muss ich viel rausschneiden. Wundert euch deswegen heute nicht, warum so viele Sprünge im Video sind. Nichtsdestotrotz ist heute das allererste Video, wo ich Fließmedium mit in die Farbe gemischt habe. Das heißt, ich habe die Acrylfarbe genommen, ich habe Fließmedium genommen und zuletzt habe ich auch noch ein bisschen Wasser hinzugetan, dass ich eine Konsistenz hatte, die sich sehr gut auf der Leinwand verteilen lässt. Das heutige Video war ein Projekt von mir für mich, denn ich wollte meine Wände auch ein bisschen verschönern. Und habe hier viel mit der Gabel gearbeitet. Ich habe auch viel hinten raus mit dem Malmesser gearbeitet. Bewege immer mal wieder die Leinwand und ihr seht schon, die Farbe hier ist sehr, sehr viel deckender als in den Videos bevor, wo ich noch kein Fließmedium benutzt habe. Einfach damit wir dann auch mehr Farbe auf der Leinwand haben. Kurze Leinwand, heute auch ein größeres Format. Wir arbeiten auf 30 x 40 cm, das ist ungefähr DIN A4 Leinwandgröße. Und ja, wenn ihr noch Farbvorschläge habt, Ideen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Dann können wir auch mit anderen Farben natürlich ein schönes Acrylbild erzeugen. Ich habe auch noch einige Videos in Planung natürlich für die Zukunft. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch gerne wissen, was eure Vorschläge sind, eure Farbkombinationen, was ihr gerne sehen wollt, oder mit welchen Tools wir einfach arbeiten, um schöne Effekte zu erzeugen. Und auch hier bewege ich die Leinwand zwischendurch immer mal wieder, bis ich bei einem Ergebnis angekommen bin, mit dem ich zufrieden bin. Das heißt natürlich, solange die Farbe noch nicht trocken ist, könnt ihr das natürlich immer wieder bewegen, Farbe dazu tun, ein bisschen was von der Leinwand laufen lassen, was euch nicht gefällt. Und ich empfehle euch auch auf jeden Fall, wenn ihr mit Acrylgießen anfangt, lasst die Leinwand ruhig eine Woche durchtrocknen, bevor ihr dann da zum Beispiel Versiegelung drauf tut oder weiterarbeitet. Ja, wenn man dann hinten raus vielleicht noch mit dem Pinsel ein paar Stellen ausbessern möchte, gar kein Problem, lasst die Leinwand halt wirklich durchtrocknen, denn wir tun ja hier sehr, sehr viel Farbe drauf, sonst habt ihr nachher das Ärgernis, dass ihr vielleicht doch noch eine nasse Stelle erwischt, wo ihr einfach dann die Farbe nur verschmiert. So, ich bessere jetzt hier nochmal meine Seiten aus, weil ich einfach möchte, dass sie einheitlich zu dem Bild passen. Das könnt ihr natürlich halten, wie ihr wollt. Könnt natürlich auch vorher, wenn ihr mit sehr transparenten Farben arbeitet, einmal die Seiten mit den Farben schon bemalen und kurz trocknen lassen mit den Farben, die ihr sowieso verwendet. Dann sieht das einfach besser aus, wenn es an der Wand hängt, und es sieht einheitlicher aus. Ich nehme euch jetzt nochmal mit für das nasse Ergebnis, damit ihr das aus der Nähe sehen könnt. Und wir sehen hier natürlich auch schon die unterschiedlichen Effekte. Unten einmal den Effekt, den wir mit der Gabel erzeugt haben, die diese kleinen Feinlinien ergeben hat. Und einmal den Effekt mit dem Malmesser. Und auch das Lila kommt hier sehr schön wieder durch. Und damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.